Hallo Red Pills. Sammle Erfahrung, nicht Wissen. Ein Zitat von Albert Einstein, der da wohl meinte, dass die eigentliche Quelle des Wissens die Erfahrung ist. Und auch Georg Christoph Lichtenberg meinte in etwa das Gleiche, als er sagte, alles gelernt, nicht um es zu zeigen, sondern um es zu nutzen. Aus diesem Grund geht es im heutigen Video um das Thema Arbeiten während dem Studium. Dazu haben wir zwei eurer Studienkollegen befragt, welche Meinung sie dazu haben. Elena arbeitet bei Magna Powertrain in Lannach und Thomas bei AVL in Graz. Also praktische Erfahrung sammeln während dem Studium ist für mich persönlich sehr wichtig gewesen. Deswegen habe ich ja unbedingt einen Job haben wollen. Aber ich glaube, es ist nicht für jeden das Wahre. Zum Beispiel mein Bruder, der könnte nicht neben seinem Studium arbeiten. Das würde ihn einfach überfordern. Also man muss wissen, wozu man fähig ist, weil so ein Wochenjob daneben ist schwierig. Da ist vielleicht besser im Sommer ein durchgehendes Praktikum zu machen, weil die Firmen achten drauf, wie viel Erfahrung man schon hat. Und es ist ja immer gut, weil man lernt dann erkennen, okay, mag ich das, taugt mir das? Zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, dass ich Programmieren so sehr liebe. Also das, man kommt dann auf Sachen drauf, die man vorher, da hätte, wenn mir vor einem Jahr das wer gesagt hat, dass ich da dann arbeite hier bei der Magna und ich da Programmieren, hätte ich denen einen Vogel gezeigt und mir gedacht, sicher nicht, Computer hassen mich wie die Pest. Aber es funktioniert ganz gut bis jetzt. Also praktische Erfahrung sammeln während der Studie ist sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach, weil man wirklich, also die Erfahrung, die man da sammeln kann, die ist Gold wert für das Berufsleben. Und weil am glaube ich auch der Sprung ins kalte Wasser dann erspart wird. Also wenn man abgeschlossen hat, von der Uni kommt, dann sofort in einen 40-Stunden-Job einsteigen, ist glaube ich relativ zart. Und wenn man da davor ein bisschen gearbeitet hat, sieht, wie das alles abläuft, tut man sich da auch sehr viel leichter. Jetzt möchte ich euch grob drei Bereiche nennen, in denen ihr Erfahrungen sammeln könnt. Das erste sind körperlich anstrengende Tätigkeiten auf der Baustelle, auf der Montage oder in der Produktion von Industriebetrieben. Diese findet ihr hauptsächlich im Baugewerbe, auf der Baustelle oder im Industrieanlagenbau. Als Maschinenbauer war ich in den ersten zwei Sommern meines Studiums als Industriemonteur unterwegs. Die Bezahlung ist recht gut und man weiß einen Bürojob wirklich zu schätzen. Der zweite Bereich sind administrative Bürotätigkeiten, als Praktikant bei größeren oder kleineren Industrieunternehmen. Die Arbeit ist in der Regel nicht so gut bezahlt wie auf der Baustelle und im schlimmsten Fall kann das etwas stumpfsinnig sein. Ich habe einmal 4 Wochen beim Industrieanlagenbauer damit verbracht, CAD-Pläne zu prüfen und zu dokumentieren. Danach hat sich ein spannender Nebenjob in der Projektabwicklung ergeben. Dabei lernt man das Daily Business in langfristigen Projekten. Und der dritte Bereich sind operative Tätigkeiten aufgrund von fachlichen Fähigkeiten. Ihr könnt zum Beispiel eine gängige Programmiersprache, habt Erfahrung in der Entwicklung von Elektronikschaltkreisen, könnt konstruieren oder seid mit diversen Simulationsprogrammen vertraut. Aber jetzt schauen wir mal, was eure Studienkollegen bei ihrer Arbeit machen. Ich persönlich, ich arbeite mit Verbindung mit den Prüfständen, die wir hier haben. Und ich bin dabei, im Team dabei, das Team entwickelt ein Programm, womit man eben diese Prüfläufe auch programmieren kann und auch auswerten kann. Und dadurch kann man zum Beispiel verschiedene Schädigungsmodelle oder sowas dann errechnen und in einer Excel-Datei dann darstellen. Das mache ich. Also ich arbeite viel mit MATLAB, wieder viel programmieren im Büro. Also meine Aufgaben sind sehr unterschiedlich in die Projekte. Das ist von Betreuung des Prüfstandsbetriebs, dann viel Daten bearbeiten, also plausibilisieren und darstellen, Präsentationen erstellen, Logistikthemen habe ich auch schon übernommen. Also es kommt immer mehr dazu, umso länger man dabei ist, umso mehr Verantwortung übernimmt man. Die Projekte, also ich arbeite in der Abteilung für Verbrennungsentwicklung und wir machen genau die Prüfstandsarbeit, also wir führen die Versuche am Prüfstand durch und da eben die Datennachbearbeitung und also wir steigen dann ein, wenn die Konstruktion zum Beispiel fertig ist und wir an den Prüfstand gehen, dann übernehmen wir, das ist unsere Aufgabe, da bin ich auch eingebunden. Bei allen drei Arten macht ihr unterschiedliche Erfahrungen.
Mein Tipp ist, macht aber in zumindest zwei Bereichen Erfahrung, um herauszufinden, was euch besser gefällt. Was Tom und Elena bei ihren Jobs so lernen, seht ihr jetzt. Also fachlich habe ich eindeutig einmal die Verbindung zur Praxis. Davon habe ich ziemlich viel Gewinn geschlagen, weil man hört das immer, ja, und die Welle, und die bewegt sich dann so, oder sie hat D und D Kräfte. Und man sieht das auch im Labor, wenn die zerschlagen wird. Aber sie dann auch wirklich in einem Prüfstand zu sehen, wie die komplett malträtiert wird und wie schnell sie dann dreht und so weiter, das ist was ganz was Neues. Also das war für mich sehr interessant. Und methodisch ist für mich das am ehesten, dass ich mal gesehen habe, wie so ein Unternehmen überhaupt funktioniert. Projektbezogen ist für mich jetzt ein sehr limitiertes Projekt, weil es geht um das Programm. Da hat man nicht so viel Abwechslung, aber dass man mal, ich kriege das ja mit von meinen Kollegen, die rennen dann raus und gehen auf den Prüfstand schauen und müssen das dann zerlegen und so weiter. Also das ist schon irre. Also methodisch habe ich sicher gelernt, in einem Team zu arbeiten, die Arbeit zu strukturieren, wie Projekte aufgebaut sein, dass man eben keine leeren Meter macht, sich abspricht miteinander. Und fachlich ist einfach das Verständnis für, in meinem Fall jetzt, für das Thema Motor tiefer geworden. Und ich habe gelernt, eben, wie komplex das ist und wie gewisse Sachen zusammenhängen, wo ich auf der Uni schon gehört habe, aber jetzt nicht in der Tiefe. Also zum Beispiel, wenn man bei einem Motor das Verdichtungsverhältnis erhöht, steigt dadurch der Wirkungsgrad des vollkommenen Motors. Aber durch der rein, wie man die Mulde bei einem Diesel zum Beispiel auslegt, hat so viel Auswirkungen auf Rauch, NOx-Emissionen. Und meine, ich habe das auf der Uni nicht so gelernt. Also da hat es noch geheißen, Verdichtungsverhältnis erhöhen, gut für den Wirkungsgrad, aber dass das andere Sachen beeinflusst zum Beispiel, war mir damals noch nicht so klar und nicht in welchem Ausmaß das passiert. Wie kommt man denn nun zu einem Job neben dem Studium? Zum einen kann man sich direkt bei Firmen vorstellen. Mein Tipp ist, dass ihr euch vorher mit dem Personalbüro in Verbindung setzt und fragt, wie ihr euch bewerben sollt. Denn die meisten größeren Firmen haben ein Online-Bewerbungssystem, das ihr ausfüllen müsst. Zweitens könnt ihr Freunde und Bekannte fragen. Oft sucht die Firma eines Bekannten genau jemanden wie euch. Ich habe so zum Beispiel einen Werkvertrag abgeschlossen, den ich im Anschluss für eine Projektarbeit auf der Uni nutzen konnte. Je nach Anstellungsart könnt ihr mit durchschnittlich 700 bis 900 Euro für einen 15-Stunden-Job rechnen. Aus Erfahrung ist mir bekannt, dass sich aus einem Sommerpraktikum oftmals eine Teilzeitanstellung ergibt. Euch wird jetzt sicher interessieren, in welchem Ausmaß eure Kollegen während dem Studium arbeiten. Ich habe im fünften Semester zum Arbeiten angefangen in der AVL. Habe damals mit 20 Stunden in der Woche begonnen. Das war, nachdem ich die ganzen großen Prüfungen vom Bachelor hinter mir gehabt habe. Und habe dann im Master bin ich auf 12 Stunden umgestiegen, damit ich zackig fertig wäre mit meinem Master. Also ich bin jetzt im 12. Semester, also seit 3,5 Jahren arbeite ich da. Also ich mache Maschinenbau auf der TU und ich bin jetzt im kommenden Sommersemester, ist dann mein 8. Semester. Und ich arbeite hier seit August im letzten Jahr, also 2015. Und ich bin für 16 Stunden in der Woche angestellt. Warum ist es denn nun so wichtig, Berufserfahrung während dem Studium zu sammeln? Erstens werdet ihr sehen, dass in der Praxis die Problemstellungen nicht so sauber definiert sind wie bei Prüfungsaufgaben. Zweitens erkennt ihr, dass es nicht immer so kommt, wie es im Vorhinein geplant wurde. Und drittens werdet ihr sehen, wie wichtig eigenverantwortliches Arbeiten ist, was in erster Linie eure Führungsqualitäten stärken wird. Was Tom und Elena bei ihrem Job lernen, aber nicht auf der Uni, seht ihr jetzt. Also die Uni ist natürlich sehr theoretisch und man hört von allen einmal theoretisch was. Und oft fehlt aber leider der Praxisbezug, was nicht möglich ist, für 300 Studenten auf einen Prüfstand zu gehen und genau erklären, wie was abläuft. Und genau den Praxisbezug sieht man oder kriegt man da mit, wenn man arbeitet. Also speziell beim Motor gibt es so viele Stellschrauben,
Und man kriegt halt in Vorlesungen immer mit, was passiert, wenn ich eine Schraube drehe, was für eine Auswirkung hat das. Aber es kommt nicht oft zu durch, dass das sehr viele andere Parameter auch noch beeinflusst. Und so wie komplex die ganzen Systeme sind, wie sie miteinander funktionieren, das lernt man wirklich erst oder begreift man erst, wenn man dann arbeitet und das in der Hand hat. Auf alle Fälle mal das auf eine Deadline hinarbeiten und mit am Ernst hinarbeiten, dass man wirklich sagt, okay, man muss das jetzt bis dorthin fertig haben, weil eine Prüfung zum Beispiel ist schon 5-mal verschoben oder so, oder ich habe mich nicht gescheit lernen oder was auch immer, das kennt jeder sicher von uns und da geht das nicht und da muss man aber wirklich auch die 16 Stunden immer dort sein, man kann nicht schlafen und sagen, halt scherz mir nicht, auf die Vorlesung gehen, man muss hingehen und das ist es ist für mich ganz angenehm, muss ich sagen, weil ich brauche das ein bisschen, aber es ist schon ganz was anderes, vom Klima her einfach. Der nächste Punkt, warum Erfahrungen gut sind, ist, dass ihr eine gewisse Flexibilität im Umgang mit Problemen lernt, aber auch mit Kollegen. Ihr werdet sehen, dass die Aufgaben und Probleme, wie sie in der Realwirtschaft gelöst werden, doch etwas anders sind, als ihr es hier auf der Uni lernt. Selbstverständlich ist das theoretische Wissen aus den Vorlesungen eine ausgezeichnete Basis. Was aber davon brauchen eure Kollegen in ihrem Job? Also in meinem Fall, weil ich in der Verbrennungsentwicklung arbeite, ist hauptsächlich Thermodynamik, auch höhere Thermodynamik. Und ich mache die Masterzweige Motoren- und Antriebstechnik und Fahrzeugtechnik und Sicherheit. Und alles, was mir in Motoren- und Antriebstechnik über den Weg gelaufen ist, habe ich irgendwo schon einmal verwenden können da während meiner Arbeit. Also speziell Vorlesungen im Master von Professor Eichelseder, vertiefte Ausbildung VKM. Kommt alles vor eigentlich in meinem Job. Weil ich am Prüfstand arbeite, Vorlesungen von Professor Wimmer, Motormesstechnik und Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine. Das sind eigentlich die drei Vorlesungen, von denen ich am meisten profitiert habe für meine Arbeit. Also ganz oben ist natürlich für mich MATLAB. Also wir haben das in Ingenieurinformatik gehabt, glaube ich, so hat das geheißen. Und durch die Prüfstände und das Ganze ist für mich auch Werkstoffkunde ziemlich hoch im Vordergrund, weil wir doch Ermüdungsrisse und solche Sachen haben. Und da ist es schon ganz wichtig, dass man das weiß, was das ist und wie das dann entsteht. Meiner Meinung nach gehören praktische Erfahrungen zur universitären Ausbildung wie Salz in die Suppe. Und in der Regel könnt ihr auch mit einem wesentlich höheren Einstiegsgehalt rechnen, wenn ihr während der Uni schon 2-3 Jahre Berufserfahrung gesammelt habt. Und zum Schluss fassen euch Tom und Elena noch einmal die größten Vor- und Nachteile aus ihrer Sicht zusammen. Also der größte Vorteil ist einmal ganz klar das Geld. Ich bin jetzt unabhängig von meinen Eltern, das fühlt sich total super an. Ich kann mir Sachen kaufen und so weiter, brauche nicht so drauf achten, das ist super. Ein Nachteil davon ist halt, vielleicht verliert man auch schnell den Überblick über das Geld, aber vor allem die Zeit geht halt extrem drauf, weil Maschinenbau vor allem ist ein sehr intensives Studium und da dann noch 16 Stunden Arbeit jede Woche reinzuquetschen, plus Prüfungsvorbereitung, plus Lehrveranstaltungen gehen und so weiter. Ich glaube, das ist, also es ist sehr aufwendig, man muss es halt dann wirklich wollen und das ist sehr anstrengend, also es ist dann ein langer Tag. Ich nehme es jedes Mal wieder in Kauf. Also es ist, ich habe so viel Spaß beim Arbeiten. Ich hätte mir das nie gedacht, dass mir Programmieren so taugt. Also das war ein Wahnsinn für mich zum Erfahren. Und ich würde es nie eintauschen. Außerdem schaut es auch immer super aus auf dem Lebenslauf, wenn man dann sagen kann, ja, man hat neben dem Studium schon gearbeitet. Also das kommt immer gut bei den Firmen, glaube ich. Also der größte Vorteil, den ich sehe, ist natürlich die Erfahrung, die man dabei sammelt. In meinem Fall eine Riesenmotivation war, dass ich unabhängig bin, also nicht auf Geld von meinen Eltern angewiesen mehr und dass ich eine Vorstellung habe, wie mein Berufsleben später mal ausschauen wird. Und als Nachteil wäre zu nennen, dass Arbeiten natürlich Zeit kostet und auch wenn man jetzt 15 Stunden die Woche hat, was nicht sehr viel klingt, kommt nur dazu, dass man hinkommen muss in die Arbeit, man ist dort, man kommt wieder zurück. Und auch ein 15-Stunden-Job kostet dann sehr 20 Stunden Zeit in einer Woche, was sehr viel ist. Und das muss man dabei einkalkulieren. Nun, was können wir uns daraus ableiten?
Zum einen, dass man die theoretischen Zusammenhänge durch praktische Erfahrungen besser versteht. Zum anderen, dass die Aufgaben in der Praxis wesentlich komplexer sind als in der Theorie, dass man unbedingt bereit sein sollte, Neues zu lernen in allen Bereichen. Und der vierte Grund ist, dass man Geld verdient und die Spielregeln der Wirtschaft kennenlernt. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich auf euer Feedback, um diese Vorlesung noch besser zu machen. Alles Liebe, euer Mr. Pfister. Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen würde, ist, für alle Mädels, die Maschinenbau studieren, wir sind nicht sehr viele, wir sind nur in meinem Jahrgang waren wir 20 oder so und das hat sich über die letzten 10 Jahre nicht viel geändert. Geht's Maschinenbau studieren? Unbedingt, es ist super, es ist total schwer, aber die Männer tun sich genauso schwer, sie geben es nicht zu. Und einfach, wenn ihr dann im Job seid, einfach ihr selber bleiben und ja nicht auch sie irgendwie anpassen oder unterkriegen lassen von den Männern. Ich arbeite mit nur Männern zusammen und es ist die volle Gaude für mich, aber es ist eine Herausforderung, man muss dem halt gewachsen sein, aber ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr, sehr viel mehr sind als nur 20 im Jahr.